Wahrscheinlich hast du ja schon oft einen Text selber formatiert. In diesem Beispiel geht es nun darum, nach genauen Vorgaben zu gestalten. Und diese Vorgaben hast du immer über der eigentlichen Übung etwas farblich abgesetzt. Um zu überprüfen, wie das dann wirklich ausschauen soll, hast du ja noch die Lösung im PDF-Format. Ja, in diesem Fall geht es darum, den Titel mit der Kolibri 14 Punkt und Fit zu versehen. Kolibri ist schon gewählt, aber hier noch die Größe und Fit. Übrigens, wenn du lange drauf gehst, siehst du auch den Kurzbefehl Steuerung Umschalt F wäre also Fit. Der Text dagegen, der ist in der Garamond. Die haben wir hier. Und zwar in der Größe 11 Punkt. Die Garamond ist eine sogenannte Serifenschrift. Du erkennst sie jeweils an diesen Füßchen unter den Buchstaben. Die ist ein bisschen besser leserlich bei sehr langen Texten und ist deshalb beispielsweise in Zeitungen sehr gebräuchlich. Die weiteren Formatierungsvorgaben, die lassen wir noch weg, die kommen in einem nächsten Film dann vor. Im zweiten Abschnitt soll alles in der Gil Sans sein. Anstatt dass wir jetzt in dieser langen Liste suchen, kannst du auch einfach beginnen zu schreiben, wenn du den Schriftnamen kennst. Und mit Enter wird diese Schrift übernommen. Der Titel, der soll fit sein und 14 Punkt. Also Steuerung Umschalt F. Der Text, der soll 11 Punkt sein. Und zu guter Letzt noch hier unten soll alles Century Gothic sein. Und zwar im Titel 14 Punkt Fett. Und der Text nur 10 Punkt. Das reicht normalerweise bei weitem. Alles andere wirkt eher grob.